zum dritten Teil meines Guides Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und zwar, ich zeige euch mal den Ort auf der Karte. Wir befinden uns immer noch im Velen, in der Nähe von Steinbruch der Alten und Galgenhügel. Wenn ihr beim Galgenhügel seid, reitet ihr einfach gerade hoch drauf zu. Da findet ihr ein Fragezeichen und dann kommt ihr zur Hindenwacht. Da müsst ihr erst ein paar Endriaga-Arbeiter und ein paar Endriaga-Krieger besiegen. Dann sammelt ihr alles, erkundet die Burg. Weiter kommt dann auf ein Monsternest. Da müsst ihr dann dementsprechend ein Harpiennest und ein paar Harpien besiegen. In dem Fall ist das Level 64 bei mir, weil das Ganze ist auf Todesmarsch. So. Dann seid ihr hier oben, geht hier in diese Tür rein, findet hier diese Truhe, habt dann hier, ja genau, habt dann hier diese Truhe, findet dann Balstocks Brief und habt dann das Schema für das legendäre Greifenstahlschwert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Erkunden und viel Spaß beim Einsammeln. Ich mache das Ganze jetzt auch. Dann habt ihr hier noch weiteres. Das war's schon wieder mit diesem Teil. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein!